Im Realismus macht es keinen Sinn, da die doppelte Ausbringmenge zu aktivieren, weil es ist ja vorgeschrieben, wie viel, keine Ahnung, was Zeug hier pro Quadratmeter irgendwie aufs Feld darf. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Grünfelderland im LS22. So, was habe ich in all dem Kaufrausch vom letzten Mal vergessen? Wer hat aufgepasst und wer nicht? Ich kann es euch sagen. Also ich weiß nicht, wer aufgepasst hat, aber ich kann euch sagen, was ich vergessen habe. Guckt mal meinen Kontostand an. 243 Euro. Ich würde fast behaupten, dass es ziemlich knapp wird, mir ein Schneidwerk für die Sonnenblumen im Wert von knapp 3000 Euro zu mieten. Ich habe verpeilt, dass ich ja ungefähr 3000 Euro für die Miete des Schneidwerks für die Sonnenblumen brauche. Ja, sehr intelligent natürlich. Das heißt, wir machen jetzt mal schnell unser Feld fertig und werden dann zusehen, dass wir ein paar Aufträge erledigen, um da wieder ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Weil sonst haben wir nächsten Monat ein Problem, die Sonnenblumen zu ernten. Beziehungsweise, es geht halt dann einfach nicht. Ja? Und das können wir ja nicht riskieren. Die Sonnenblumen müssen runter. Darum Gas geben. Hier schnell das Feld walzen. Letztes Mal hatte ich auch gesagt, das Feld walzen wir, damit das Saatgut einfach tief drin ist. Ja, warum walzt man ein Feld? Also im Grunde geht es darum, natürlich die Bodenerosion zu verringern und auch, würde ich zumindest jetzt annehmen, um zu verhindern, dass die ganzen Raben und Vögel, die hier auf den Feldern rumfliegen, auch das ganze Saatgut wieder entfernen. Weil das bringt ja nichts, wenn ich hier aussähe und dann die Raben kommen und das ganze Saatgut fressen. Oder andere Lebewesen. Ich möchte ja schön mein Saatgut im Boden behalten und hoffen, dass wir hier eine gute Ernte hinkriegen. Wir werden jetzt hier schnell das Feld walzen und dann mit dem Düngerstreuer gleich drüber gehen. Kalken werden wir dieses Mal sehr wahrscheinlich nicht, außer, also nee, können wir ja nicht. Wir haben ja keinen Kalkstreuer. Also, wir werden düngen, auf Kalk verzichten wir und dann schauen wir mal, wie heißt es hier? Ertragssteigerung wir haben. Da bin ich nämlich mal gespannt, wie viel das wird. Wir sind fertig gleich mit Walzen. Hat eine ganze Weile gedauert, aber ja, die 15 Meter oder was haben wir hier? 8 Meter? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, 8 Meter sind es. Machen sich bezahlt, weil ja, für die großen Walzen haben wir einfach kein Geld.
Das wird man schon noch irgendwann machen. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist dieses Feld. Also da muss ich echt sagen, diese Steigung, die lässt den Traktor immer so ein bisschen driften und dadurch kriegst du keine wirklich gerade Bahn hin. Das ist so ein bisschen nervig. Also man hat gemerkt, ich bin immer weiter am Anfang, wenn man von hier aus gefahren ist, gerade gefahren, aber hintenrum ist es dann irgendwie immer zum Drift gekommen. Das war ärgerlich. Jetzt holen wir schnell den Düngestreuer. Ah, und was noch ärgerlich ist, ist die Textur von diesem ganzen Gewalze. Weil die lässt sich so schlecht unterscheiden. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob Echtod und Malonation da mal gucken können, ob man die Textur verändern kann. Das wäre vielleicht ganz cool. Ja. Oder was ich probieren werde, ist im nächsten, beim nächsten Mal walzen, werde ich probieren, die, also vor dem Säen zu walzen, sozusagen die Stoppeln, und vielleicht ist das dann auch ein bisschen besser. So, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie groß die Arbeitsbreite ist. 42 Meter haben wir, glaube ich. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Fahren bitte. Nicht den Dünger auf der Stelle verschwenden. 42 Meter ist ganz ordentlich. Da sind wir ruckzuck fertig. Ist gut, weil ich werde mich dann. Ah, Mist. Ich glaube, man hätte auch doppelte Arbeitsmenge oder sowas ausbringen. Ich glaube, das geht eigentlich auch, ne? Nee. Das geht wohl dann bloß bei den Feldspritzen. Da kann man nämlich direkt die doppelte die Ausbringmenge erhöhen. Oder bei Güllefässern geht das auch. Und dadurch muss man nur einmal drüber fahren zum Düngen. Das ist ganz cool. Also gefällt mir. Coole Option. Ja. Im Realismus macht es wenig Sinn, finde ich, weil die Nitratmenge ist natürlich dann deutlich erhöht, was zumindest jetzt erstmal Helfer, habe ich aus Versehen ein H gedrückt. Wir haben kein Geld für Helfer. Im Realismus macht es keinen Sinn, da die doppelte Ausbringmenge zu aktivieren. Weil es ist ja vorgeschrieben, wie viel, keine Ahnung, was Zeug hier pro Quadratmeter irgendwie aufs Feld darf. Und wenn ich jetzt das Doppelte gleich aktiviere, dann kommt natürlich viel zu viel aufs Feld. Und dadurch müsste ja eigentlich dann die Nitratmenge überschritten werden. Ja. Und eventuell auch zu viel Gülle und so Zeug ins Grundwasser gelangen. Darum geht es ja immer, dass das Grundwasser nicht verunreinigt wird. Aber naja, wir machen das hier nach Vorschrift, einmal düngen und in ein paar Monaten fahren wir nochmal drüber mit dem Düngestreuer. Dann müsste ich aber gucken, dass ich einen anderen Traktor noch habe mit Pflegebereifung. Weil der hier hat keine Pflegebereifung und dann würde ich mir ja das Feld kaputt fahren. Wobei ich ganz mal ehrlich sage, bei 42 Meter Arbeitsbreite wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn ich da drei, vier Spuren reinziehe. Aber ich möchte es natürlich nicht unbedingt. Ja, super. Da fahre ich dreimal drüber, bin ich fertig. Das ist nice. Ich werde mir jetzt gleich noch einen Auftrag anlachen. Also einen Auftrag. Sorry. Um ein bisschen Geld zu verdienen. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja ein bisschen Geld. Können wir hier sogar ein bisschen Dünger sparen? 30 Meter reicht das? 30 Meter müsste reichen. Ja, super. Dadurch wird natürlich auch weniger Dünger verschwendet.
oder benutzt. Kann ich nochmal eins runtergehen? Ist cool, dass man das während der Fahrt noch umstellen kann. Sehr schön. Na? Supi, unser Feld ist fertig. Wir haben noch 1300 Liter Verträge, Aufträge bzw. Düngen Feld 91. Vertrag akzeptieren. Dann machen wir das mal. Das Feld ist bewachsen. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt nichts kaputt fahre. Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht, dann ist alles gut. Ist natürlich dann immer ein bisschen blöde zu sehen, wie weit ich fahren kann. Aber ich guck mal, dass ich das hinkriege. Weil man sieht halt nicht auf dem Boden, wo der Düngestreuer schon gearbeitet hat. Aber ich orientiere mich jetzt mal an der Kante. Ah, guck mal hier. Lohndingsel C10% abgeschlossen. Da kommen schon vorher Meldungen, wie viel man schon abgeschlossen hat. Das ist auch neu. Im LS19 war das ja immer erst am Ende hier fertig. Finde ich gut, diese Option, dass er das sagt. Dann kann man das so ein bisschen mehr einschätzen. Aber jetzt kommt gerade keine Meldung mehr. Oh, ich wollte die Zeit eigentlich wieder hochstellen. Ich glaube nämlich, wir müssen so auf Zeit 10 oder so spielen. Damit wir hier mit den Monaten hinkommen. Sonst dauert ein Tag viel zu lang und ich kann viel zu viel machen. Und das will ich gar nicht. Jetzt kommt keine Meldung mehr. Warum nicht mehr? ...73% abgeschlossen. Okay. Aber es kommt alles ein bisschen random. ...10% und dann 73%. Das ist ein krasser Unterschied. So, jetzt müsste ich eigentlich einmal durch sein mit Vorgewende. Da haben wir noch ein kleines Stück. Da könnte man auch schon fast fertig sein, ne? Jawohl. Super. Gut, ein bisschen Geld verdient. Abschließen. So, jetzt gucke ich gerade nochmal. Düngen wollte ich schauen. 57. 57. Müssen wir sowieso zum Händler, glaube ich. Oder wo ist er denn? Wo sind die 57? Hier oben. Ja, da fahren wir da kurz hin. ...105. Machen wir die 105. Aber das ist, hä? Das ist doch verdorrt an den Unkraut drauf. Okay, wir machen die 105. Und dann schauen wir mal. Ruckzuck sind wir fertig mit dem Feld. Was jetzt auch wieder sehr nice war, dass man die Arbeitsbreite während der Fahrt umstellen kann.
Dadurch konnte ich nämlich, glaube ich, gut Dünger sparen und den Auftrag auf jeden Fall abschließen. Perfekt. Jetzt fahren wir schnell zum Shop, holen uns, machen den Düngestreuer mal voll. Ich weiß ja inzwischen, dass ich mehr Dünger brauche. Also 3 Big Packs Minimum. Ja, ich glaube, ich nehme tatsächlich 3 Big Packs. Dann haben wir 3094 Liter drin. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt kommen wir mal von der anderen Seite nach Helmbergen rein. Und da sehen wir auch schon so ein bisschen, wo die Fahrt hingeht. Also, Malonation hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich halte gerade mal hier an und gehe mal hier rüber in den Park. Auch das GFL hat er wieder mit reingebaut. Das hatte ich ja im 19er schon eingebaut. Hier so ein Blumenbeet mit einem GFL-Schriftzug. Sehr schick. Hier schöner Park mit Zelten. Können wir Zeltparty machen? Schön. Auch hier, guck mal, diese Dekopflanzen da oben. Mega. Mega, mega, mega. Unglaublich. Richtig viel Mühe gegeben. Alter Verwalter. Aber wir fahren weiter zum Job, weil Zeit ist Geld. Ne? Den Auftrag muss ich gleich noch abschließen. Hier übrigens auch schon Vorbereitungen für die anderen Produktionen, wie sie im 19er waren. Also die sollen, soweit es geht, denke ich, alle wiederkommen. Damit wir auch viel Spaß haben können. Guck mal gerade in den Gebrauchtwagenmarkt rein. Nichts Schönes drin. Doch, ein John Deere, aber zu viel Geld. Big Packs, Mineraldünger. Ah, warte mal, gibt's nicht ein Paletten? 750 Liter Mineralfutter. Nee, leider nicht. Leider gibt es keinen anderen Dünger. Oder? Big Pack? Nee. Schade. Moment, erst Vertrag abschließen. Boah, 6.500 Euro bringt uns der. Nice! Dadurch können wir locker den Dünger zahlen. 3, habe ich gesagt. 3.000 Liter. Diesmal passt's. Mich nicht verguckt. So, und wir haben noch 5.000 Euro, die wir dann für auf jeden Fall das Schneidwerk oder das, ja, Schneidwerk oder den Erntevorsatz benutzen können, den wir für die Sonnenblumen brauchen. So, dann werde ich aber mal hier an dieser Stelle das Video beenden. Vielleicht machen wir nämlich nächste Folge dann noch ein paar Düngeaufträge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut nächste Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.